Der Mensch ist ein Hoffnungstier und das ist wahrscheinlich eine der wesentlichen Charakteristika, die die Gattung Mensch so erfolgreich gemacht hat, etwa in der Steinzeit stundenlang hinter einem Mammut herzulaufen, den Glauben nicht aufzugeben, die Hoffnung nicht aufzugeben, um schließlich dann vielleicht doch noch zum Erfolg zu kommen. Und so ist es ein Stück weit auch an den Finanzmärkten, wobei die Hoffnung da gerne montags dann besonders ausgeprägt ist. Heute hatten wir ja die Moderna-Impfstoffmeldung und nein, es sind nicht nur über 90%, wie Pfizer BioNTech gesagt hatten, es sind sogar 94%, die jetzt an Wirksamkeit hier der Fall sein soll. Wahrscheinlich kommt bald AstraZeneca und dann haben wir 95% und dann kommen irgendwelche anderen, dann haben wir 105%. Keine Ahnung, jedenfalls ist es so, dass jetzt alles wieder wie vor der Corona-Krise wird, alles wieder gut wird, oder was ist jetzt eigentlich, wenn man 1 und 1 zusammenzählt, tatsächlich der Fall? Schauen wir uns zunächst mal an, was es mit diesen Impfstoffen sowohl von Moderna als auch von Pfizer-BioNTech ja auf sich hat. Denn diese Impfstoffe, die verhindern nicht die Infektion an sich. Die Leute infizieren sich nach wie vor. Nur ist es so, dass wenn man infiziert ist, eben praktisch keine Symptome ausbildet. Oder diese 94% in dieser Phase-3-Studie oder die etwas über 90% bei Pfizer-BioNTech, dass die keine Symptome ausbilden. Man ist aber vielleicht dennoch infiziert mit dem Coronavirus und kann es dementsprechend möglicherweise eben an andere dann auch weitergeben, die nicht geimpft sind, selbst wenn man geimpft ist und dann eben keine Krankheitssymptome entwickelt, also sozusagen nicht schwer krank wird, auf Deutsch gesagt. Das vielleicht mal zur Unterscheidung. Ich glaube, das wird oft verwechselt, dass man sich sagt, ja, okay, haben wir Impfstoff, dann kriege ich dieses Virus nicht. Doch, man bekommt es in der Regel doch, sondern es ist nur der Verlauf. Die Symptomatik ist eine andere. Man hat halt nicht diese Erkältungssymptomatiken etc., diese Beschwerden, die eben normalerweise mit dem Virus verbunden sind. Und jetzt ist die Frage, naja, wie viele Leute werden sich denn überhaupt impfen lassen? In den USA gab es dazu eine Umfrage, knapp über die Hälfte im Durchschnitt sind bereit, sich sozusagen zeitnah impfen zu lassen, wenn denn dieser Impfstoff zugelassen würde, frühestens damit zu rechnen, naja, Anfang Januar, vielleicht Ende Dezember, dann könnte sozusagen die Massenproduktion, die jetzt schon anläuft, nochmal auf neue Hochtouren gebracht werden, wenn es diese Approval gibt, wenn es diese Genehmigung gibt, wenn das Medikament oder respektive der Impfstoff also zugelassen wird. Aber faktisch ist es so, wir haben es hier mit einer völlig neuartigen Virusbekämpfung zu tun, eine völlig neuartige Impfmethodik, über deren Wirkungen und Nebenwirkungen wir in Sachen Langzeitstudien überhaupt noch nichts wissen. Dementsprechend kann man natürlich verstehen, dass der eine oder andere sich da nicht als Versuchskaninchen anbieten möchte. Und wenn dieser Impfstoff zugelassen wird, jetzt schon nach so kurzer Zeit, normalerweise dauert das ja 5, 6, 7, 8 Jahre, dann ist das, wenn man so will, ein gigantischer Versuch an der Menschheit. Der kann gut gehen, aber möglicherweise geht er auch nicht gut. Also die Risiken sind nicht gerade unerheblich, zumal viele eben sich sagen, nee, da will ich nicht gleich am Anfang geimpft werden. Das will ich mir mal anders, woanders anschauen. Da will ich erst mal gucken, wie andere Menschen darauf reagieren und ich will nicht der Erste sein. Jetzt hat der Sid Donald heute gesagt, ja, wieder neue Impfstoff-Story, 95% effective, 94,5%, Moderna diesmal. Aber vergesst bitte nicht, das ist unter meiner Oberaufsicht passiert. Ja? Also der Donald, der sagt sich, ohne mich wäre das praktisch nicht passiert, ja? Um das einmal klarzustellen. Und das hat er heute klar gemacht, hat dann auch nochmal die Aktienstände gefeiert. Bisschen spät, aber bevor er es gar nicht macht, dann okay. Und jetzt vielleicht nochmal zurück zum Impfstoff. Jetzt sagen viele, okay, selbst wenn jetzt dieser Impfstoff zugelassen wird, dann dürfte das zu einer Verhaltensänderung führen. Also die Geimpften werden sich sagen, ja, guckst du, über 90% Abdeckung, da bin ich ja praktisch, habe ja kein Risiko mehr, gell? Und dann kann ich mich ja bewegen wie zuvor. Das heißt, dadurch würde wahrscheinlich dann sogar die Verbreitung des Virus möglicherweise befördert werden. Hier interessanterweise übrigens an die Freunde, die meinen, dieses Coronavirus sei eine Grippe oder nicht mal das. Hier eine Krankenschwester aus South Dakota, wo derzeit das Virus ja besonders tobt, im mittleren Westen der USA. Und die sagt ja, die Leute, bevor sie sterben, die können es teilweise nicht glauben. Die sagen, hey, das ist doch nicht real. Also die glauben ja auch teilweise nicht an die Existenz des Coronavirus oder sagen, das ist total harmlos. Und dann verschlechtert sich ihr Gesundheitszustand und sie scheiden dann aus dem Leben mit einer gewissen Aggression.
Ton fand ich sehr interessant hier aus einem amerikanischen oder von einem amerikanischen Fernsehsender. Aber zurück zu den Märkten. Wie haben die darauf reagiert? Wir haben natürlich dann wieder Zugewinne gesehen. Wir haben das Muster gesehen, Value Growth. Man hat sich dann zunächst mal wieder in Value reingestürzt. Der Nasdaq zum Beispiel als Future dann ein bisschen gefallen. Natürlich typischerweise die Meldung, nur eine Pressemeldung, also nicht Peer Review. Andere Wissenschaftler haben sich das noch nicht angeschaut. Natürlich wieder vorbörslich, wie ja die Gewinne an den Aktienmärkten, zumindest der USA, gerne vorbörslich produziert werden. Und wir sehen aber, dass hier die Anleihemärkte nicht so stark reagiert haben, wohl mit der Überlegung, naja, wenn wir jetzt diese Vaccine-News haben, die erfreuliche Vaccine-News, dann dürfte es so sein, dass fiskalischer Stimulus weniger wird möglicherweise und dass dann auch das Wachstum vielleicht doch nicht so stattfinden wird, eben durch massive Einspritzungen von Liquidität Nachfrage erzeugt wird, das dürfte dann weniger werden. So zumindest sieht es Lisa Abramovic, die hier auf die Anleihenmärkte geblickt hat. Und insgesamt ist es doch so, lasst uns doch mal eins und eins zusammenzählen, wann werden die Impfungen massenhaft, wenn dieser Stoff oder beide Stoffe zugelassen werden, wann wird das passieren? Frühestens wahrscheinlich April, Mai, Juni. Dann aber ist eh die Zeit des Coronavirus vorbei, wie wir aus diesem Jahr wissen. Hatten wir ja im Frühling durchaus die Probleme, dann im Sommer war gar nichts und jetzt haben wir im Winter wieder die Situation extremer im Prinzip als im Frühling. Wenn man sich mal die spanische Grippe 1918-19 anschaut, dann war das im Grunde auch eine Geschichte, die innerhalb von eineinhalb Jahren vorbei war. Also auch da hat sich das Problem dann irgendwie erledigt. Das kann auch sozusagen so passieren. Wir wissen es nicht, aber es könnte sein, dass sozusagen das Virus dann irgendwie doch wieder verschwindet, so überraschend und schnell, wie es aufgetaucht ist, dann plötzlich wieder verschwindet. Es wäre nicht das erste Virus, das so agiert. Jedenfalls sehen wir, dass natürlich jetzt die Aktienmärkte auf Ständen stehen, die höher sind in der Regel oder bei den meisten Indizes, nicht bei den einzelnen Aktien, aber bei den Indizes als vor der Corona-Krise. Also es scheint so zu sein, dass die Situation der Unternehmen jetzt besser ist als vor der Corona-Krise. Kann ich mir so richtig nicht vorstellen. Ist ja auch so zum Beispiel, selbst wenn es jetzt einen Impfstoff gäbe, dieses Coronavirus erledigt wäre, dann dürfte zum Beispiel in der Flugindustrie die Verhaltensänderung, die im Rahmen dieser Corona-Krise passiert ist, dass zum Beispiel viel weniger Geschäftsreisen stattfinden. Das ist, glaube ich, ein Trend, der ein Stück weit bleiben wird. Es wird ein Stück weit wieder sich erholen, aber wahrscheinlich nicht zu 100% zurückkehren. Die Geschäftsreisen sind aber das Rückgrat der Flugindustrie. Oder Homeoffice dürfte etwas sein, das bleibt. Vielleicht wird es dann weniger als jetzt, aber es wird nicht zu 100% wieder so sein, dass alle jeden Tag ins Büro gehen. Wenn ich hier mit den Leuten aus meiner Umgebung spreche, die sagen ja frühestens wieder im Sommer gehen wir ins Büro. Die gehen vielleicht einmal, zweimal, maximal die Woche ins Büro. Ansonsten sind die zu Hause. Das wird vielleicht dann wieder mehr, aber es wird eben nicht 100% nach meiner Auffassung dieses Homeoffice. Das dürfte sich durchsetzen. Das wird zum Beispiel dann wieder Folgen haben für Büroimmobilien, dürfte sozusagen Verschiebungen nach sich ziehen, dürfte Schäden bei einigen Branchen nach sich ziehen, die dann nicht schnell vergehen. Hier mal einen Kreislauf sozusagen, wie eigentlich Unternehmensgewinne entstehen. Wir haben zunächst mal wird Arbeit erledigt, es wird produziert. Diese Produktion schafft Income, also schafft Gehalt, schafft Geld. Man bekommt vom Arbeitgeber oder als Selbstständiger verdient man dann eben Geld. Dann kann ich konsumieren. Wenn ich konsumieren kann, dann kann ich Umsatz bei anderen Unternehmen schaffen. Der Umsatz oder der Gewinn der Unternehmen ist eben der Umsatz minus Kosten und dann reflektiert der Aktienmarkt, so sollte es eigentlich sein, die verbesserten Aussichten von Unternehmen. Jetzt haben wir die Situation, dass die Aussichten der Unternehmen nach wie vor viel, viel schlechter sind, als sie vor der Corona-Krise waren. Also faktisch wird hier im Durchschnitt deutlich weniger Geld verdient, es wird deutlich weniger Umsatz gemacht, aber gleichwohl stehen die Indizes höher. Mithin werden wir also eine Situation erleben jetzt durch Lockdowns, durch regionale Lockdowns, durch Verhinderung von Wirtschaftstätigkeit aus Infektionsschutzgründen, die dazu führt, dass es den Unternehmen nicht besser gehen wird und die Vaccine, der Impfstoff, wenn er denn irgendwann kommt, wenn er vielleicht im Frühling kommt, massenwirksam kommt,
wird nicht verhindern, dass das nächste halbe, dreiviertel Jahr sehr, sehr schwierig wird. Jetzt preisen Aktienmärkte natürlich immer auch die fernere Zukunft ein. Okay, aber das haben sie auch in der Corona-Krise ein bisschen verspätet getan. Da hat man ja auch zunächst mal so getan, als sei das Coronavirus kein Problem, um dann plötzlich zu erkennen, oh, es ist doch ein Problem und abzuverkaufen. Also was wir hier sehen, ist, dass sozusagen die Wirtschaft schwächer ist als vor der Corona-Krise. Und das wird sich auch so schnell nicht ändern. Das wäre zumindest ein richtiges Wunder. Hier sehen wir zum Beispiel, dass wir jetzt in Relation zum Market Cap, also Marktkapitalisierung in Relation zum BIP, so teuer sind wie noch nie. Die Aktienmärkte sind teuer, man muss es so sagen. Jetzt sagen manche, ja, ja, die Anleihemärkte sind noch teurer, aber die Anleihemärkte, die werden eben grundsätzlich direkt manipuliert durch die Notenbanken, die Aktienmärkte nur indirekt. Und was noch dazu kommt, wir sehen, dass hier zum Beispiel die Investitionen deutlich rückläufig sind. In der Corona-Krise, die Unternehmen haben ihr Geld zusammengehalten. Investitionen sind aber das Wachstum der Zukunft. Wenn die Investitionen weniger erfolgen, werden wir in Zukunft weniger Wachstum haben. Das sollte man vielleicht mal dazu sagen. Interessant ist, dass die Insider inzwischen massiv in diese Rallye verkauft haben. So stark in den letzten Wochen wie noch nie. Also da scheinen die einen oder anderen zu sagen, das ist mir ein bisschen unheimlich. Die Aktienkurse, zumindest bei den Indizes, auf neuen Allzeithochs. Aber ich sehe da als Insider einer Firma, als Manager einer Firma ein bisschen anders. Wir wissen es nicht. Jedenfalls die Insider verkaufen. Und wir haben jetzt hier mal, um dieses Thema nochmal aufzunehmen, Manipulation der Anleihemärkte. Das ist ja das, was die Notenbanken mit ihrem QI machen. Sie drücken die Anleiherenditen. Damit werden Aktien attraktiver, weil eben die Anleiherenditen immer weiter fallen, immer unattraktiver werden. Dann bleibt als Ausdruck der finanziellen Repression, könnte man sagen, bleiben nur die Aktienmärkte. Jetzt hat Société Générale mal untersucht, wie wäre das denn, wo ständen die Indizes ohne das QI der Notenbanken, und sie kommen dann auf einen Stand von um und bei 2000 Punkten beim S&P 500. Wir sind jetzt über 3600 Punkten, also 1600 Punkte weniger. Wir sehen das noch extremer, vor allem beim Nasdaq. Der Nasdaq 100 würde jetzt so im Bereich 5000 bis 6000 Punkte stehen, laut Berechnungen der Société Générale, statt eben im Bereich der 12.000er Marke, also etwa die Hälfte. Wie gesagt, es ist der Nasdaq, der vor allem besonders profitiert von niedrigen Renditen und dadurch besonders gekauft wird. Auch die Small Caps wären deutlich tiefer. Small Caps, by the way, der Russell 2000, ein Index, wo fast die Hälfte der Unternehmen Verluste macht, mit Sicherheit schlechter aufgestellt ist als vor der Corona-Krise. Dennoch der Index auf neuen Allzeithochs. Kann man machen, muss man nicht machen. Und insgesamt sehen wir, dass also die Wirtschaftstätigkeit natürlich schon abnimmt. Wir haben jetzt heute den New York Empire State Index gesehen, schwächer. Wir werden aber auch in dieser Woche, ist es glaube ich, die Einzelhandelsumsätze in den USA sehen. Und die Amerikaner haben natürlich lange gut gelebt durch diese staatlichen Zuwendungen, wenn sie denn arbeitslos waren. Aber die sind seit August im Grunde passé. Und wir sehen jetzt, dass schon bei Umfragen sich zeigt, dass die Konsumlaune offenkundig wieder zurückgeht. Ich denke eben, dass wir deswegen dann auch schwächere Daten sehen werden in Zukunft, weil eben schlichtweg die Leute das Geld mal zusammengehalten haben. Jetzt vielleicht die Frage ist, wird man jetzt Hoffnungskäufe machen, weil man sich sagt, ja, der Impfstoff kommt, egal, ich hau jetzt mal richtig das Geld raus. Das ist die große Frage. Jedenfalls deuten die Daten darauf hin, dass wir eine Abschwächung sehen. Ich hatte hier zuletzt die High-Frequency-Daten gezeigt, die zeigen alle nach unten. Also die Wirtschaftstätigkeit, klar, durch verschiedene Lockdowns steigt nicht gerade ins Unermessliche derzeit. Kommen wir nochmal zurück zu Donald und zur Politik. Jetzt gibt es einige, die sagen, pass auf, der Donald, der hat einen Plan, er will an der Macht bleiben. Wie kann er das? Er kann versuchen zu verhindern, dass die Wahlergebnisse in Pennsylvania, Michigan etc., da wo also praktisch noch nicht das endgültige Endergebnis vorliegt, dass diese Wahlergebnisse nicht zertifiziert würden. Also praktisch in diesen Bundesstaaten, die teilweise demokratisch regiert sind, also von demokratischen Governors regiert werden, aber diejenigen, die sozusagen die Wahlbezirke verantworten, sind überwiegend Republikaner. Jetzt könnte Trump versuchen, diese Leute so zu beeinflussen, dass die das Ergebnis nicht zertifizieren in Pennsylvania, in diesen Staaten, in diesen vier Staaten, Bundesstaaten, die noch offen sind. Und damit würde Joe Biden nicht auf die 270 Stimmen kommen. Dann würde das praktisch zurückgehen an den US-Kongress. Da wäre dann entscheidend, wie viele Bundesstaaten haben denn republikanisch gewählt und wie viele demokratisch, und da mehr republikanische Staaten derzeit der Fall sind oder Donald Trump mehr Staaten gewonnen hat,
als den Joe Biden, würde er dann Präsident bleiben. Das ist vielleicht der einzige Weg, den Donald Trump noch hat. Mal sehen, ob er bei diesem Weg erfolgreich ist. Und kommen wir nochmal zu Europa. Und der DAX hat ja gar nicht so euphorisch reagiert heute. Und das kann auch daran gelegen haben, dass Ungarn und Polen jetzt die EU-Corona-Hilfen blockieren. Es sind schlappe 1,8 Billionen Euro, die als Finanzhilfen vor allem ja in die Südländer, in die schwer betroffenen Länder fließen sollten. Das ist erstmal auf Eis gelegt und die EU ist jetzt in einer ziemlich bescheidenen Situation, um es mal so zu sagen. Entweder man macht jetzt den Kotau vor den Ungarn und den Polen, die man ja so ein bisschen am Schlawittchen hat, wegen Menschenrechten, wegen Rechtsstaatlichkeit etc. Oder man muss jetzt auf diese ganze Geschichte verzichten, die eigentlich mental schon irgendwie eingepreist war in die Finanzmärkte. Also das wird auch noch eine interessante Geschichte. Wir haben ja noch den Brexit wabern. Da ist auch ja noch nicht wirklich klar, in welche Richtung es geht. Also das ist derzeit die Situation. Man kann natürlich nachvollziehen, dass die Hoffnung da ist. Der Mensch ist ein Hoffnungstier und wir wären alle wirklich froh, wenn dieses scheiß Virus, auf Deutsch gesagt, verschwinden würde. Aber es ist so einfach, die Realität ist meistens komplexer, auch die Realität eines solchen Impfstoffes in der Praxis. Was wird da genau passieren? Wir wissen es nicht, aber es wird schon sozusagen die beste Welt aller Welten eingepreist. Und das ist vielleicht ein bisschen voreilig. Ich denke nach wie vor, dass das Potenzial kurzfristig für eine Korrektur durchaus gegeben ist. Wir werden sehen, ob es passiert. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.